einen, bitte ein bisschen lauter machen, weil sonst der Brüder wie ein Affe. Ihr werdet fast kein Stehen. Eins, zwei. Liebe Freunde, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Wir haben vor einer Woche erst eine Veranstaltung gemacht, aber die Umstände entsprechend mussten wir gleich eine nachlegen. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Diese Veranstaltung haben wir in der Kooperation mit dem Bregenzer Querdenker gemacht. Dazu möchte ich begrüßen Armin Hertz. Hallo Wien. Klaus Kuske. Und Alexander Ehrlich. Und als Mitmoderator mein Freund Martin Luther. Der oberste Verschwörungstheoretiker Kurz sagte vor wenigen Tagen noch, es gibt keine Zwangsimpfung. Leute, das war eine Lüge! Jawohl! Mit 1.9. wurde das Arzneimittelgesetz, das Epidemiegesetz und das Tuberkulosegesetz verändert. Das heißt, es ist jetzt mittlerweile möglich, wenn Leute, die einen positiven PCR-Test haben, zwangsgeimpft werden, Freunde. Ist das möglich? Weiteres ist es so, dass jetzt die Ampel eingeführt wurde. Das heißt, es könnte jetzt momentan so sein, dass Wien zum Beispiel in Quarantäne gesetzt wird und ihr habt einen Job am Flughafen oder draußen in der Shopping City Süd. Natürlich könnt ihr zu Hause bleiben, aber dann werdet ihr wahrscheinlich auch einen Job los. Der Anschober hat ein Angebot für euch. Ihr müsst euch zwangsimpfen mit dieser scheißigen Impfung, Freunde! Diese RNA-Impfung wurde noch nie zuvor genehmigt. Warum? Weil sie gefährlich ist. Sie verändert genetisch euer Erbmaterial, Freunde. Man kann noch nicht absehen, was passiert. Einige werden sterben, Tausende werden Krebs bekommen, Sprachverlust etc. Man weiß es noch nicht. Freunde, das dürfen wir sich gefallen lassen! Weiteres wurde in den Pflegeheimen die Einzelhaft bis Ende Jänner verlängert, Freunde. Das heißt, alle Menschen, die in den Pflegeheimen sind, werden wieder eingesperrt in dunkle Räume ohne Frischluft. Leute, wollen wir so unsere Alten schützen? Diese Faschisten schützen nicht unsere Alten, sie töten sie! Wir alle sind Menschen, wir sind Hordentiere, wir brauchen Liebe, wir brauchen Umarmung, wir brauchen Liebkosung. Jede Umarmung macht unser Immunsystem und das Zehnfache stärker, Freunde. Und diese Leute wollen, dass wir eingesperrt werden zu Hause bis 21! Leute, so kann man nicht die Menschen schützen. Zuerst waren es die Alten, mittlerweile sind es die Jungen. Ich habe eine Tante, die wurde 105 Jahre alt. Mit 95 kam sie ins Pflegeheim, eines der schönsten Pflegeheime von Wien. Alles gab es dort, vom Kino, Theater etc. Auch das Essen war top. Und trotzdem wollte sie nicht mehr leben. Sie wurde angeschlossen an Sonden, gewickelt etc. Sie wollte nur eines, sterben. Sie sagte, Hannes, gib mir etwas, dass ich sterben kann. Wollen wir unsere Alten die letzten Monate, den letzten Lebensabend so versauen, dass sie in den Zimmern eingesperrt werden müssen, Freunde? So schützen wir nicht unsere Menschen! Meine Tante bestellt jetzt zweimal in der Woche zwei Grahamweckerl, obwohl sie immer ein perfektes Frühstück bekam. Und irgendwann dann bin ich draufgekommen, warum. Sie wollte nicht die zwei Grahamweckerl. Sie wollte Besuch haben, sie wollte umarmt werden, sie wollte geküsst werden. Freunde, das brauchen wir als Menschen! Und an die Regierenden sage ich nur eines.
Wir werden euch für all das Leid, das ihr angerichtet habt, werden wir euch zur Rechenschaft ziehen! Ihr Verbrecher! Liebe Freunde, ich gebe jetzt an meinen Freund Martin Luther weiter. Der wird dann weiter moderieren. Ich bedanke mich. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke, Wien! Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, hier zusammen mit dem Veranstalter, mit dem Hannes Brecher, kurz ein bisschen zu moderieren, bevor ich dann weiter übergebe. Viele von uns erinnern sich, denke ich, am 29.08. nicht nur an Berlin, sondern auch an etwas, was hier passiert ist, wo Menschen gespürt haben, wie viel wir sind und dass wir uns nur gegen unseren Widerstand das gefallen lassen, was man uns aufzwängen will. Dieser Widerstand muss weitergehen. Friedlich, selbstverständlich, aber vollkommen konsequent. Denn wenn man hergeht und glaubt, man könnte uns zu all den Dingen zwingen und wir wären alle einverstanden, ich glaube, da hat unsere Regierung unser Volk vollkommen unterschätzt. Widerstand! 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 Sehr geehrte Damen und Herren, de facto haben wir jetzt heute eine Notdemo, so kann man das sagen, aufgrund der vor kurzem eingeführten Vorgaben von oben. Wir dürfen dort auch ganz besondere Menschen begrüßen. Aber ich möchte zuerst fragen, wer kann sich noch daran erinnern? Wie war das beim letzten Mal am 29.08.? Grüße nach... Jawohl! Grüße nach Berlin! Haben tausende Menschen hier gerufen. Und die freuen sich, glaube ich, dass das gerufen wurde. Und einige sind auch gekommen. Und da freuen wir uns ganz besonders unter anderem auf Dr. Bodo Schiffern und Samuel Eckert. Und gleich fürs nächste Mal, auch wenn es diesmal, und es sind so viele Menschen da, wirklich, und da kann man nur richtig stolz sein, und es sind ja viele Menschen in unseren Farben, was mich auch sehr freut. Am 19.09. findet die nächste Demonstration statt, und wir sind sicher um einiges mehr, weil wir haben viel mehr Zeit, um es vorzubereiten, und ich freue mich, wenn ich jeden Einzelnen dann auch sehen werde. Ich darf jetzt übergeben an jemanden, der uns allen einen sehr großen Gefallen gemacht hat. Der mit seinen Kontakten nach Deutschland auch dafür gesorgt hat, dass die großartigen Menschen heute hier sind. Ich darf den Chef von Querdenken Bregenz begrüßen. Ich darf den lieben Armin Elbs begrüßen und darf die Moderation jetzt von ihm übergeben. Werde mich später noch einmal zu Wort melden und ich freue mich sehr, dass so viele da sind. Das nächste Mal sind wir noch mehr. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Wiener. Vielen Dank, liebe Mitstreiter hier in Wien. Wir haben, wie es Martin schon angekündigt hat, eine Notdemo heute. Warum Notdemo? Ganz einfach. Am 12. August hat unsere Bundesregierung einen Gesetzesänderungsentwurf zur Begutachtung veröffentlicht. Die Begutachtungsfrist ist bereits am 28. nach nur 16 Tagen abgelaufen und die nächste Parlamentssitzung findet am 9.9. statt. Das ist der Mittwoch. Jetzt haben wir gesagt, am Mittwoch haben viele keine Zeit. Sie müssen arbeiten gehen. Sie laufen im Hamsterrad. Drum haben wir diesen Samstag hier verwendet, um eben aufzuzeigen, wofür wir einstehen, aber auch wogegen wir jetzt sind, nämlich gegen diese Gesetzesänderung. Und ich werde hier präsentieren, weshalb wir hier stehen. Ich bitte die Regie, meine PowerPoint-Präsentation einzublenden.
Ganz einfach. Türkis Grün plant einen Weg in einen illegalen Terror- und Lagerstaat. Und wie kommen wir zu diesem Schluss? Die vorgeschlagenen Änderungen am Epidemiegesetz 1950 würden den Gesundheitsminister ermächtigen, ohne Kontrollinstanz Lockdowns zu verhängen. Und die Bezirksverwaltungsbehörden könnten damit die Einhaltung von Auflagen bis in den Privatbereich, bis zu Hause hinein überprüfen. Und um die Sache zu adressieren, deshalb wenden wir uns zum Beispiel an die Parlamentarierin, die Abgeordnete zum Nationalrat, Gabriela Schwarz, ich nenne sie hier öffentlich, mit Bild, die zusammen mit Ralf Schallweiner und weiteren Kolleginnen und Kollegen einen Antrag für ein Bundesgesetz, mit dem das Covid-19-Maßnahmengesetz geändert werden soll, eingebracht hat. Das ist das, was am 12.8. eingebracht wurde und zur Begutachtung nur bis zum 28.8. zur Verfügung gestellt. Das Problem dabei ist, dass mit dem Änderungsvorschlag am Epidemiegesetz nicht nur eine Rechtsgrundlage ausgehebelt wird, sondern eine ganze Reihe davon. Was wir erleben, ist die Herbeiführung von Sondergesetzen in Friedenszeiten, also das Neuerschaffen von Rechtsformen, die sich am Notstand vorbeischummeln und die gleiche Beschränkungen wie in Kriegsnotzeiten schaffen sollen. Dies ist ein weiterer perfider, als auch, ist noch weit perfider, als es früher war in Kriegszeiten. Die Ursache besteht darin, dass die handelnden Personen, die Regierungsmitglieder, nicht mehr in der Lage sind, das Land ordentlich zu verwalten. Hinter ihnen stehen offensichtlich Auftraggeber, die unter dem Vorspiegeln falscher Tatsachen eine global oligarchische Diktatur unter Eliminierung jedweder Kontrolle, gleich ob demokratisch oder nicht, etablieren wollen. Das Ergebnis sind unter solchen Umständen Regeln, die keine solchen sind, sondern sich täglich ändernde Befehle, von denen der gestrige die heutigen überregelt. Nicht mit uns! Offensichtlich ist die Zielsetzung der Regierenden nicht die Verbesserung und Reparatur der falschen Rechtsprodukte, sondern die Schaffung von Rechtsgrundlagen, was beinhaltet, dass es eben solche bisher nicht gegeben hat. Offenbar ist das die Zielsetzung durch den öffentlichen Ministerialentwurf betreffend Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950, das Tuberkulosegesetz und das Covid-19-Maßnahmengesetz geändert werden sollen. Was sich unverfänglich anhört, entwickelt sich zu einem Vorhaben des Schreckens. Ziel dieser Änderung, die vorgelegt wurde: Normierung, dass alle natürlichen und juristischen Personen, die im Rahmen der internationalen Kontaktpersonen-Nachverfolgung sachdienliche Informationen besitzen, diese auch dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz als oberste Gesundheitsbehörde zur Verfügung zu stellen haben. Ergebnis: AD Datenschutz. Endgültig und immerwährend. Ein weiteres Ziel im Gesetzesentwurf: Schaffung einer gesetzlichen Grundlage,
dass Betriebe, Veranstalterinnen, Veranstalter und Vereine berechtigt sind, Kontaktdaten, in deren Verarbeitung ausdrücklich eingewilligt wurde, zum Beispiel von Gästen, Besucherinnen und Besuchern, Sportlerinnen und Sportlern, für einen Zeitraum von 28 Tagen aufzubewahren, um diese im Anlassfall bei einer Umgebungsuntersuchung der Gesundheitsbehörde zur Verfügung zu stellen. Ergebnis dieses Änderungsvorschlags: Jeder hat sich als Spitzel dem System zur Verfügung zu stellen. Die Folge davon wäre ein Klima der andauernden Angst und daraus folgend eine Bevölkerung psychisch kranker. Weitere Passage aus diesem Änderungsvorschlag: Entlastung der Gerichte im Hinblick auf die Überprüfung einer rechtmäßigen Freiheitsbeschränkung. Das bedeutet 4 Wochen Haft ohne richterliche Kontrolle. Ein Skandal. Jeder weisungsgebundene Beamte oder mit Beamtenrechten versehene Hilfspolizist würde ermächtigt werden, Personen oder Personengruppen wegzusperren. Jederzeit, an jedem Ort. Nächste Passage. Präventionskonzepte sollen Auflagen für Veranstaltungen sein und von der Behörde auch vor Ort überprüft werden können. Ergebnis: Unternehmer und Veranstalter sollen zu Bütteln degradiert werden und können, die sich im Rahmen ihrer organisatorischen und unternehmerischen Tätigkeit nicht mehr frei entfalten. Sie würden willkürliche Vorschriften bekommen, die sie dann auch noch gegenüber ihren Kunden auf eigene Kosten durchzusetzen haben. Die Behörde würde zum Überwacher der Wirtschaft, deren einzige Aufgabe es ist, Regierungswillen umzusetzen. Das ist krank. Und auch enthalten im Änderungsentwurf: Schaffung einer einheitlichen Kaskadenregelung im Hinblick auf die behördlichen Zuständigkeiten im Epidemiegesetz 1950 und im Covid-19-Maßnahmengesetz. Das Ergebnis davon wäre Umwälzung des derzeitig gültigen Staatsgrundrechts hin zu einem jederzeit verendbaren System von Kulis und Kommissaren. Nein, danke. Und es soll auch eine Schaffung einer eindeutigen Rechtsgrundlage für Betretungsregelungen für öffentliche Orte und Konkretisierung der Verordnungsermächtigungen im Covid-19-Maßnahmengesetz durchgedrückt werden. Das Ergebnis: Die Regierung würde damit bestimmen, wer, wann, wo sein darf, und wem das nicht passt, der würde 4 Wochen in Quarantäne gehen. Zu einem permanenten Schießbefehl wäre es dann nur noch ein ganz kleiner Schritt. Und Individualisierung der Strafbestimmungen im Covid-19-Maßnahmengesetz und Herabsetzung von Strafhöhen. Das klingt so harmlos. Das wäre, keine allgemein gültigen Strafbestimmungen würden mehr gelten, auf die sich jeder verlassen kann, sondern individuelle Willkür. Und das alles zusammen mit einem seit dem 1. September geänderten Arzneimittelgesetz, das uns alle zu Versuchskaninchen macht. Nein, danke, das werden wir verhindern. Deshalb stehen wir heute hier. Vielen, vielen Dank. Wir zeigen Gesicht hier in Wien. Und nun zu unseren nächsten Rednern. Meine Damen und Herren, nur ganz kurz.
Wir müssen uns jetzt organisieren und fangen. Ich habe einen direkten Vorschlag für jeden, der da ist. Wenn Sie sagen, zuhören, was jemand anders sagt, ist Ihnen zu wenig, dann denken Sie gleich, wie ich gedacht habe vor einigen Monaten, als ich angefangen habe. Folgender Vorschlag. Ich habe da Visitenkarten, nutze an Telefonnummern und E-Mail-Adressen drauf. Schreiben Sie mir Ihre Postleitzahl, Ihre Telefonnummer und dass Sie mitarbeiten wollen und wir werden uns melden. Egal wo Sie in Österreich sind, wir organisieren das. Diese Visitenkarten liegen jetzt da hier. Kommen Sie jetzt und machen Sie mit. Wir sind zu schwach alleine. Wir brauchen mehr Menschen. Dankeschön. Geben Sie es weiter an Ihre Freunde. Lassen Sie Ihre Kinder nicht ungestraft einfach so impfen. Lassen Sie nicht zu, dass diese Verbrecher weitermachen dürfen, ohne unseren aktiven Widerstand zu organisieren. Wir sind derzeit noch zu schwach. Aber wenn ihr jetzt da seht, wie viel kommen, wenn wir das bei den nächsten Demos machen, sind wir bald einmal 10-mal so viel, als wir jetzt sind. Und dann kriegen wir die Kraft auf die Straße. Und dann haben die was zu fürchten, nämlich uns. Die Wahrheit, das Volk und den Widerstand. Dankeschön. Ich darf noch, bevor ich mich verabschieden darf, von Ihnen kurz etwas vorstellen. Aufklärung wird immer lauter. Die Ärzte brauchen. Ja, Ruf nach Aufklärung wird immer lauter, das stimmt. Ich darf, bevor ich mich verabschieden, noch kurz ein wunderschönes Kunstwerk darstellen, quasi die neue Europa. Wir brauchen ein neues Europa, ein mutiges, ein wahrhaftiges Europa. Und das ist doch ein wunderschönes Symbol dafür. Und sie hat sich so viel Mühe gegeben, dass man sagt, man muss das kurz vorstellen. Vielen Dank. Ich habe da noch ein paar Visitenkarten hingegeben, wer noch mitkämpfen will. Und ich rede von kämpfen, weil das, was man uns antun will, ist kein Schmäh. Das ist keine Kleinigkeit und die lässt sich nicht einfach so abwehren. Wir müssen uns einsetzen. Und es gibt Menschen, die jetzt schon sich wirklich, ich möchte jetzt keinen Kraftausdruck, den Punkt, Punkt, Punkt aufreißen, damit wir was auf die Füße kriegen. Und ihr könnt euch entscheiden, zuzusehen und dann sind die Chancen geringer oder mitzutun. Und ich bitte Sie, mitzutun. Denn wir dürfen das nicht einfach so zulassen, sondern wir müssen Widerstand generieren. Der Martin Luther aus Kärnten sagt Dankeschön, ich wünsche euch alles Gute.